Ahoi Matrosen und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute spielen wir Scrabble.io. Aber zuallererst habe ich mal eine Frage an euch, an alle, die gerade zuschauen. Bitte schreibt einen Kommentar mit der Antwort, was ihr denn so für YouTuber guckt eigentlich, neben mir. Wie es aussieht, schaut ihr mich gern so. Also wenn ihr das Video jetzt hier seht. Außer ihr seid jetzt auf Zufall hier drauf gestoßen. Aber schreibt einfach mal bitte, das würde mich echt interessieren, was ihr sonst noch für YouTuber guckt. Wenn es zu viele sind insgesamt, dann schreibt wenigstens, was ihr so außer meiner Wenigkeit halt für andere Gaming-YouTuber schaut. Aber es würde mich echt interessieren, was ihr allgemein insgesamt so für andere Videos einfach anguckt auf YouTube. Es würde mich echt mal interessieren. Also es wäre echt nett, wenn ihr da mal schön fleißig schreiben könntet. Sad. OF, Sa, Soap, Soaf, So, Sauf, So. Ach, wir spielen Deutsch. Okay, gut, dann ist die Sache geklärt. Ja, macht es einfach mal, einfach einen Kommentar schreiben. Und in den Kommentar schreibt ihr eben, was ihr so für YouTuber guckt. Das würde mich echt freuen. Ist auch so eine Art, also ich habe es auch in meinem Video angekündigt, wo ich gesagt habe, wie man halt aktive oder aktivere Abonnenten bekommen kann. Ja, dass man halt eben mal die Community fragen soll, was sie so guckt gerne. Also würde mich auch allgemein einfach interessieren, ob ihr jetzt wirklich so auf YouTube nur mich guckt. Oh, das war eine harte Sache, du. Also, ne, es würde, glaube ich, jeden YouTuber so interessieren, was die Zuschauer eigentlich sonst noch so angucken. Ja, vielleicht nicht jeden, aber gut, mich würde es auf jeden Fall interessieren, deswegen wäre das echt mal schön. Und, keine Ahnung, ja. Ich möchte in Zukunft öfter so Videos machen, wo ich die Community einfach so eine Frage stelle und dann schreibe ich das so in den Titel. Und dann hat der Zuschauer vielleicht auch mehr Lust oder so einen Grund halt eben auf das Video zu klicken, weil er da dann eine Frage beantworten kann oder halt dem Creator helfen kann, indem er halt die Frage beantwortet. So, also, ne? Das letzte Video zum Beispiel, wo Seeteufel-Massaker hieß, das haben jetzt nicht so viele angeschaut. Und das würde ich vielleicht jetzt auch als Abonnent nicht so gern anschauen, weil der Titel einfach nicht so ansprechend ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass man unbedingt Clickbait machen muss. Man muss einfach interessantere Titel schreiben und das ist wirklich hart. Fast das Härteste auf YouTube. Man hat schon ein fertiges Video und dann lädt man es hoch und denkt sich so, oh verdammt, was nehme ich da jetzt für einen Titel oder für ein Thumbnail? Hä, Bettgestell? Bett? Stangen? Stehbeine? Bett? Standbett? Schlafbett? Raumbett. Ich habe keine Ahnung. Himmelbett. Ach du Schande. Das sind... Ach. Traumbett. Oh Gott. Leute. Traumbett. Scheiße, Mann. Wo soll ich hingehen? Okay, da hinten ist die Tür. Ja. Ne? Gut, wir spielen noch eben die Runde vorbei und dann verabschiede ich mich auch schon wieder. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Video bewerten könntet. Da freut sich der Algorithmus. Ich habe auch schon eine Frage fürs nächste Video, aber die hebe ich mir auf, dass ihr nicht zu viel schreiben müsst. Wieso brauche ich dafür so lange? Jetzt bin ich letzter geworden, verdammt. Lotte ist noch vor mir. Soweit ich weiß, ist Lotte ein Hund. In der Tat. Mensch, das Gesicht ist genauso ein Gesicht, wie es die Nadja auch zeichnen würde. Hier. Es ist übrigens so ein Herzgesicht irgendwie. Das Mund ist so eine 3. 3! Was ist das denn? Ein Pilz? Eine optische Täuschung? Oder vielleicht doch nur ein Baum? Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht. Nö. Nichts dergleichen. Wieso gebe ich da einen Daumen hoch, wenn das so eine Kackzeichnung ist? Mann, Leute. Bei mir fragt man sich gar nichts mehr, ne? Brokkoli. Brokkoli, yeah, beim ersten Mal richtig geschrieben. Wer kann das schon von sich behaupten? Ach, liebe Leute.
Okay, wir sind Platz 5, Mensch. Können wir hier noch den ersten Platz reiten, erobern, meine ich? Schon wieder. Verdammt, ich war ja schon richtig. Das ist ja immer noch dasselbe Wort, ne? Ich dachte schon, wir sind in der nächsten Runde irgendwie. Okay, jetzt muss ich zeichnen. Passt auf. Oh, shit. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Okay. We have... Oh, mein Gott. Oh, shit. Ja, genau. Ist so ein Ding. Und genau. Super, ne? Cry, er cried. Genau so. Ich bin ein wunderbarer Zeichner, ich weiß schon. Ist das nicht eine wunderschöne Zeichnung? Nicht das hier, so. Genau. Mensch, immerhin haben es 4 erraten. Das ist ja schon mal ein voller Erfolg. Zeichen ist eh super, Bro. Okay, Leute, das ist wohl eine Pyramide. Oh, shit. Tut euch, vergisst, was ich gesagt habe. Okay. Pharao. Mumien. Mumien? Nee. Okay. Interessant. Wüste. Wüste. Das kann nicht Wüste sein. Oh Gott, Ägypten. Ägypten. Das gibt's ja nicht, oder? Das kann ja nicht sein, du. Okay, weiß und blau, das ist erstmal schön. Sieht man gerne. Himmel. Himmel. Lol, Michi, du Maschine. Nice. Übrigens, dieses Wort hier bitte nicht benutzen. Bitte nicht in die Kommentare schreiben. Böses Wort. Ganz böses Wort. Okay, ein roter Button. Das ist YouTube. What the hell? Ein Genie am Start. Spaß, ich will ja nicht sagen, dass ich ein Genie bin, aber... Ja gut. Ach Mist, immer noch trotzdem Vierter, das gibt's ja nicht. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt fleißig kommentiert. Muss leider raus jetzt. Es waren genug gute Guesses. Mann, wieso kann ich nicht so eine Pizza auf meinen Kopf haben? Schade, Mensch. Na gut. Ich freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut. Bis zum nächsten Video und haltet die Ohren steif. Ciao. Ah genau, danke fürs Zuschauen auch noch, ne? Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass man meine Videos anguckt, aber ist schön, dass ihr zuschaut.